Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist wieder mein Lieblingsvideochef Fabi Focke. Moin. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Wir fangen an mit dem neuen Bayern-Trainer. Und bevor wir Nico Linder hören, der ja da war bei der Pressekonferenz, müssen wir die Frage aller Fragen klären. Und da hören wir jetzt erstmal rein und dann sprechen wir hinterher drüber. Okay. Eigentlich ist mein Name Vincent. Aber ich habe 2 Jahre in Hamburg gespielt und das hat nie geklappt, weil das ist schwer zu auszusprechen für die Deutsche, glaube ich. Also deswegen Vincent oder Vinny, es ist gut. Und Vincent, kannst du dieses Mal nicht sagen, also musst du dieses Mal nicht sagen. Haben wir das schon mal geklärt? Du wolltest ihn schon Vincent nennen, ne? Ja, ich hatte ja Französisch-Leistungskurs, also ich kriege ein Vincent sehr gut über die Lippen, mein Compagnon. Ja, oh, ja, war stark. Ich habe jetzt gedacht, weißt du, weil die Stammis sich da auch kein abbrechen sollen, wenn der schon Winnie anbietet für die Stammis, dann machen wir Winnie. Ja, ist wie Schabi halt, ne? Na genau. Für die coolen Kids, so. Kannst mich Schabi nennen oder Winnie. Genau, nenn mich Winnie, machen wir. Machen wir Winnie. Und wie Winnie so drauf ist, das weiß Nico Linner und bei dem hören wir jetzt auch mal rein, denn der hat sich Winnies erste PK mal angeguckt. Servus André. Ja, am Donnerstagvormittag wurde Vincent Kompany jetzt auch endlich offiziell als neuer Trainer des FC Bayern vorgestellt. Wir waren natürlich vor Ort auf der Pressekonferenz in der Allianz Arena und können berichten, an Selbstvertrauen mangelt es dem Mann sicher nicht. Wir hatten ja in den letzten Wochen viel über die Absagen berichtet, die der FC Bayern bei anderen Trainerkandidaten kassiert hatte, bevor sie dann an den Belgier herangetreten sind. Darauf wurde Kompany angesprochen und gefragt, ob er sich selber als eine Art B- oder C-Lösung sehen würde. Die Antwort fiel aber sehr klar und selbstbewusst aus. Er sagte, wenn ich beim FC Bayern bin, dann bedeutet das, dass der Club einen sehr guten Job gemacht hat. Gemeint war damit, dass Kompany auch andere Anfragen von anderen großen Clubs hatte, also durchaus umworben war. Man hat schon gemerkt, dass Kompany sehr bemüht darum war, nicht als Notlösung dazustehen. Dafür hat er auch schon sehr viel von seinen Ideen erzählt. Besonders spannend natürlich die Aussagen zum Umbruch, der im Sommer geplant ist. Da versicherte Kompany, jeder Spieler im Kader hat die Chance, sich zu zeigen. Aber ich werde ganz genau darauf achten, wer wirklich hungrig ist und wer zu 100% dafür brennt, den FC Bayern in der nächsten Saison zu repräsentieren. Alle anderen werden ausgesiebt. Dazu passend vielleicht 1-2 Sätze zu seinem Video, das viral ging, von einer seiner vorherigen Stationen, in dem er seine Spieler in der Kabine in einer flammenden Rede wirklich zusammenfaltet. Da sagt er, er wird auch beim FC Bayern kein Blatt vor den Mund nehmen in der Kabine, wenn es darum geht, einem Spieler mal zu sagen, wenn er mit einer Leistung nicht einverstanden ist. Was Kompany auch noch verraten hat, ist seinen Spielstil, seine Spielidee. Er wird in England ja als Guardiola 2.0 tituliert. Die Vergleiche haben wir gemerkt, mag er nicht so gerne, aber wenn er über seine Philosophie spricht, dann ähnelt das doch sehr dem, was er unter Guardiola bei Manchester City als Verteidiger gespielt hat, nämlich einen sehr dominanten, ballbesitzorientierten Fußball. Und das werden die Kriterien sein, nach denen er jetzt in den kommenden Wochen mit Sportvorstand Max Eberl und Christoph Freund den Kader zusammenstellen wird. Und dann wird sich zeigen, und wir sind schon sehr gespannt, ob dieses selbstbewusste Auftreten, das er da bei der Vorstellung an den Tag gelegt hat, auch gerechtfertigt ist. Liebe Grüße. Fabi, dass dem südländischen Nicolas Lina Garcia das Vincent gut über die Lippen kommt, habe ich schon gedacht. Ja, das kann der. Und ansonsten, was meinst du? Ja, ich habe heute auch in die PK reingeguckt und ich fand auch, dass er sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Er hat auch gleich schon durchblicken lassen, wie tief er drin ist. Er hat sich hatte gesagt, dass er jetzt den Recruiting-Prozess besser versteht und daher auch eben sagt, dass die Bayern einen guten Job gemacht haben. Also, ja, vielleicht hatte er da nochmal bessere Einblicke, wen Eberl und so sonst noch auf der Liste hatten. Ich fand ja, ein Schmunzler war auch, als Eberl dann gesagt hat, ja, hätten wir den mal vor 6 Wochen schon angerufen, hätten wir uns einige sparen können. Ja, auf jeden Fall. Hat er definitiv recht gehabt. Ja, selbstbewusst ja. Ich habe mich da ein bisschen gewundert. Der hat sich erst in sehr gutem Deutsch vorgestellt und dann gesagt, ah, ganze PK schaffe ich nicht. Ich glaube, hätte er geschafft. Ja, wobei ich glaube halt eben, also ich fand Deutsch war so süß und niedlich und auf Englisch. Aber schon verständlich. Verständlich, aber auf Englisch hast du schon gemerkt, dass er dann eine deutlich breitere Brust hatte und da noch mehr Überzeugung drin mitschwang.
von dem, was er halt eben dann erzählt hat. Hast du den Eindruck, dass der auch die erfahrenen Spieler beim FC Bayern führen kann? Ich finde, also ich fand ihn ja immer auch einfach einen geilen Kicker und auch einen krassen Anführer, also einen Mega-Kapitän bei City. Ich weiß nicht, also Sané wird natürlich ihn auch noch kennen. Der kann vielleicht ein bisschen was mit in die Kabine tragen. Da sind aber vielleicht auch ein paar dabei, die einfach die Zeiten von ihm nicht mehr erlebt haben, wie gut er war. Genau, haben zusammen bei City gespielt, Sané und er. Sané dann auch sehr, sehr jung gewesen. Genau, ne? So, das hat er heute ja auch angedeutet, dass er auch bei Sané damals schon eher wie ein Trainer agiert hat und ihn besser machen wollte. Das ist ja jetzt auch wieder sein Ziel. Ich denke, bei ihm wird es kein Problem sein. Aber ja, es kommt darauf an, wenn du ein paar Neue und ein paar Junge hast, die halt eben Kompany nicht mehr kennen aus der Zeit, für die wird das halt natürlich einer sein, also der war schon eine gestandene Persönlichkeit, aber wenn du das jetzt irgendwie mit Xabi Alonso vergleichst, ich finde, der hat dann irgendwie doch nochmal ein bisschen mehr erreicht damals und war einfach nochmal größer als ein Kompany, also auch wenn Kompany schon ein starker Charakter ist. Aber wir sind uns einig, der machte gestern nicht den Eindruck einer E-Lösung von seinem Auftreten. Boah, also ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich ihn jetzt unbedingt für 100% also für voll nehme. Also finde es schon auch irgendwie jetzt, also ich fand es ein bisschen albern, dass vor allem Eberl nochmal so nachdrücklich, also nochmal in so einem Schlusssatz noch gesagt hat, das Beste kommt zum Schluss. Ja. So, er hat es ja nochmal aufgegriffen, so ein bisschen um die Klammer zuzumachen. Und also er lehnt sich halt echt krass weit aus dem Fenster auch nochmal mit dem Satz, sobald er die ersten drei Spiele keine Punkte holt oder die nach drei Spieltagen statt 9 Punkten einen haben oder 3 oder 4, weiß ich nicht, da geht's halt los. Kennst die Medien, kennst uns, kennst alle. Also da wird dann halt hinterfragt, ob das wirklich der Beste ist. Unser Chef Matthias Brügelmann hat gestern einen Kommentar geschrieben und der schreibt, dass Kompany einen großen Vorteil gegenüber Nagelsmann und Tuchel hat, nämlich, dass er selber sehr hoch, sehr erfolgreich gespielt hat. Glaubst du, das kann was ausmachen in entscheidenden Situationen? Vielleicht vor so einem wichtigen Spiel wie einem Rückspiel im Champions League-Halbfinale? Ach, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das was unbedingt damit zu tun hat. Also es kommt darauf an, wie der sich im Training einbringt. Wenn der ähnliche Skills noch hat wie damals als Profi, wie das jetzt bei Alonso ist und dann da auch immer sich dann die Ereignisse überwerfen oder überschlagen, weil er dann irgendwie einem cool eine Grätsche beibringt und das siehst du dann im Video oder ein Kopfballduell wieder dann, oder wenn der massiv einen reindrückt bei Neuer. Klar, das kann dann halt eben schon was hermachen. Ein Tuchel und ein Nagelsmann werden das wahrscheinlich im Training nicht können. Aber ob es das dann am Ende ist, ich glaube, wenn die Taktik trotzdem nicht aufgeht, egal wie er die motiviert bekommt oder kriegt und sie dennoch in bestimmten Situationen anfällig sind, Spiele verlieren und nicht die Idee so aufgeht, wird das Vertrauen in ihn auch schwinden. Das wäre bei Alonso das Gleiche gewesen. Wenn die Dinger nicht aufgegangen wären bei Leverkusen, dann hätte die Mannschaft sich irgendwann auch gefragt, ja gut, der kann das zwar noch toll kicken, aber so richtig gut sind die Ideen jetzt nicht. Aber ist ja nicht der Fall. Aber Frage ist, wenn das bei Kompany passiert, dann glaube ich, geht das sogar bei Bayern nochmal schneller, weil dann auch die Vereinsführung nicht so klar dahinter steht, wie das vielleicht in Leverkusen ist. Gut. Es kommt echt darauf an, wie viel Zeit sie ihm geben. Die können ja sich gar nichts mehr erlauben. Ne? Also auch Eberl, Freund, auch wenn die noch nicht lange da sind, der Treffer muss jetzt sitzen. Klar, also, ne? Ihr hört schon, Fabi Focke ist ein bisschen skeptisch, was Kompany angeht, den Vinny, wie wir ihn seit heute alle nennen. Das schauen wir uns an in den nächsten Wochen, vor allem auch, wie dann der neue Kader aussieht. Bin ich sehr gespannt. Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto. Um den Gag von Tobi Altscheffel, den er gleich machen wird, zu erklären vorab einmal. Der ist ja immer noch bei der Nationalmannschaft und der steigt ein mit einer Parallele zwischen mir und Vinny Kompany. Denn ein Stammi hat bei Instagram ein Bild gepostet von Kompany und von mir daneben. Und wenn man da meine Glatze und den Bart und so, das sieht schon so ein bisschen ähnlich aus. Ja. So ein bisschen. War auch so mein erster Moment, als ich heute dir gegenüber saß. Hier dachte ich, gleich ganz zum Kompany, da ist der deutsche Vinny ist da. Was der denn hier? Genau das. Und genau, Tobi Altscheffel hat das mal aufgegriffen. Wir hören bei ihm mal rein. Servus, liebe Stammis. Hi, André. Erstmal Respekt, André. Ich habe über Social Media gelernt, dass du quasi der Zwillingsbruder von Vincent Kompany bist.
Und jetzt zu den Neuigkeiten bei der Nationalmannschaft. Also wir sind heute Morgen fast untergegangen. Es hat geschüttet wie aus Eimern. Das war eine sehr nasse Angelegenheit. Also ohne Regenschirm ging da gar nichts. Und der Platz muss wirklich eine sehr gute Drainage haben. Ansonsten wäre da schon längst das Wasser gestanden. Es wurde trainiert ja in verschiedenen Gruppen. Es finden sich alle langsam ein. Manuel Neuer, der Torwart und Vizekapitän, endlich wieder dabei und auf dem Platz, hat da seine ersten Übungen gemacht. Und dann ging's um 14 Uhr los mit dem Bus zum SEK-Training, also zu dieser Sondereinheit für die Spieler, wo sie ein bisschen zusammenrücken sollten, wo sie lernen sollten, wie man als Team agiert. Ich kann euch sagen, im Teamkreis war das schon vorher ein großes Thema. Man hat unter anderem gerätselt, was macht man da? Geht es vielleicht darum, dass ein Spieler als Geisel genommen wird und dieser befreit werden muss? Also wir hatten da mit ein, zwei Spielern drüber gesprochen und die waren ganz nervös, was dabei passieren würde. Da hatte der Regen dann auch ein bisschen aufgehört. Also wir waren natürlich dabei, haben das aus der Distanz verfolgt und beim offiziellen Teil, da hat Jonathan Tah gesprochen, der ja, vielleicht beste Innenverteidiger der vergangenen Bundesliga-Saison, und der wurde von uns auf die Bayern-Gerüchte angesprochen, ist da ein bisschen ausgewichen, aber wir wissen ja, die Bayern, die haben ein Auge auf ihn geworfen, und wenn noch ein Verteidiger abgegeben wird, was durchaus im Plan ist, dann ist Jonathan Tah ganz oben auf der Liste. Morgen geht es erstmal weiter mit dem Zug gegen 3:30 von Erfurt Richtung Nürnberg. Dann bezieht die Mannschaft das Basecamp, den Homeground von Ausrüster Adidas, und langsam geht dann die richtig heiße Phase vor der EM los. Wir hören uns bald wieder und trockene Grüße. Ich bin inzwischen im Zimmer angekommen. Bis bald. Ciao. Fabio Jonathan Tah, durchaus auch eine optische Ähnlichkeit zu Vinny Kompany. Ja. Ne? Da kannst du nichts gegen sagen. Meinst du, ist einer für die Bayern oder zu klein? Ja, der hat halt jetzt eine richtig gute Saison gespielt. Das ist wirklich die erste, wo alle sagen, wow, was bist du denn für ein geiler Verteidiger? Ja, also Riesentalent immer gewesen. Ja, ne? Immer gewesen und dann aber auch ehrlicherweise jahrelang drüber geredet, irgendwie ewiges Talent. Aber ja, vielleicht hat er jetzt, ich finde allerdings, er hat sich auch körperlich, da hatten wir glaube ich auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, der ist ja echt richtig stabil geworden, also richtig muskulös, durchtrainiert, das nicht irgendwie, also an allen, ja, also wenn ich jetzt, ich gerate ja doch in Schwärmen ja. Gerade, also der könnte schon einer für Bayern sein. Also willst du holen? Ja, ich könnte mir ihn jetzt so, er und De Ligt, wäre ja schon irgendwie eine coole Verteidigung, wenn De Ligt bleibt. Ist bei dir schon so richtig EM-Stimmung aufgekommen? Also die sind jetzt ja alle zusammen. Ich habe so das Gefühl, das fängt erst so richtig an, wenn das Champions-League-Finale durch ist. Also ich muss gestehen, dadurch, dass wir natürlich jeden Tag gerade damit arbeiten und die ganzen Pressekonferenzen auch live zeigen und teilweise dann Clip-Out-Zeilen und so machen, ich bin schon sehr drin. Also ich habe richtig Bock auf EM. Du hast schon richtig Bock, ja? Ich habe richtig Bock auf EM und ich habe auch gerade hier durchgetippt. Ich kann euch sagen, wir spielen im Halbfinale gegen Portugal, Belgien gegen England und im Finale hauen wir die Engländer weg und dann werden wir Europameister. So, das ist doch schon mal sehr optimistisch, ne? Ich erinnere mich daran, vor einem guten Jahr war ich der Einzige, der gesagt hat, dass wir auch nur ins Halbfinale kommen. Und jetzt auf einmal sind wir großer Titelfavorit. Und wenn wir das Ding holen, Fabi, gibt es eine Rekordprämie für die Spieler. 400.000 Euro pro DFB-Spieler bei einem EM-Titel. Das Höchste, was jemals bezahlt wurde, waren die 300.000 nach dem WM-Titel 2014. Ja gut, 100.000 mehr ist jetzt ein Inflationsausgleich. Ja. Das, ja. Ganz nett, 400.000. Könnte man mitnehmen. Ja. Haben oder nicht haben, sagt man ja häufig so, ne? Also ja, würde ich mich auch freuen für die Jungs natürlich. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung von dem möglichen Europameister in die zweite Liga, zu Fortuna Düsseldorf. Denn da gibt es einen Spieler, der heißt Christos Tsiolis, der hat überragend gespielt in der vergangenen Saison, ist Torschützenkönig geworden, geteilter Torschützenkönig in der zweiten Liga. Da hat die Fortuna jetzt einen, glaube ich, ganz cleveren Deal gemacht. Die haben 3,5 Millionen bezahlt an Norwich, an den Verein. Die hatten eine Kaufoption, haben die gezogen. Der hat mittlerweile einen Marktwert von 7 Millionen. Jetzt hat Klaus Allofs aber schon angekündigt, ja, möglicherweise ist es aber auch nur so ein kleiner Schritt, weil es gibt wohl eine Klausel, das berichtet die Rheinische Post, dass er in diesem Sommer bis zum 15.07. für 6 Millionen weiterziehen kann. Ja, ab nach Bremen. 6 Millionen, haben wir die? Ja, die haben wir locker, natürlich, ey. Nee, da reden wir schon alle irgendwie seit Wochen drüber im Freundeskreis auch. Also den hätte ich sehr, sehr gerne im Werder-Trikot. Der will super da reinpassen, entweder mit Gröhl oder Schmied. Aber klar, der passt natürlich auch zu, ich will jetzt ja auch nicht nur die Werder-Brille, der passt vielleicht auch zu Gladbach, der passt auch Union. Also da gibt es schon ein paar Bundesliga-Clubs, denen der ganz gut stehen würde. Also ehrlicherweise fände ich es fast dämlich, ihn nicht zu kaufen bei der Marktwertsteigerung. Genau, das ist ja klar. Nimm die schnelle Mille oder hier sind es ja sogar 2,5, die du dann noch mitnehmen kannst. Also
Smarter Move von Alofs, kennt man aber auch nicht anders. Soll aber laut Rheinischer Post auch von allen der Plan sein, ne? Also sowohl vom Spieler als auch von Alofs. Ne? Wir holen dich jetzt und dann verkaufen wir dich weiter. Musst du auch so machen. Ja. Wer Trainer wird in Bochum beim Relegationsgegner, ne, der jetzt ja nächste Saison wieder Bundesliga spielt, ist noch nicht ganz klar. Zwei Kandidaten gibt es. Das hat Max Backhaus, unser Bochum-Reporter, herausgefunden. Einmal Ex-Schalker André Breitenreiter, kennt zumindest den Pott. Und zum anderen Peter Zeitler von St. Gallen, der ist ja seit 6 Jahren Trainer, kommt eigentlich aus Schwaben. Was meinst du? Zeitler, der war ja auch mal bei Werder, meine ich, im Gespräch. Richtig, genau. Hatte auch keinen... Hat er nicht eine ähnliche Frisur wie du? Wir haben exakt die gleiche Frisur wie Winnie Company. Siehste, zack. Habe ich noch in Erinnerung. Kann über den St. Gallen-Trainer gar nichts sagen. Also wäre halt ein Experiment und auch mal natürlich aber auch was Frisches, finde ich, von, also mal was anderes. Ich finde Breitenreiter, boah, der hat es jetzt irgendwie schon mehrfach versucht, irgendwie mit Anlauf, irgendwie wieder Anläufen in der Bundesliga. Zuletzt, glaube ich, Hoffenheim, das ist ja auch grandios gescheitert. Ja, aber es ist immer erstmal gar nicht so schlecht. Ja, aber bringt ja nichts, wenn du dann doch wieder gefeuert wirst. Aber gibt es den Trainer, der nicht gefeuert wird? So viele gibt es davon nicht. Also es gibt ja nicht so richtig viele Trainer, die 8 Jahre Erfolg haben und dann sagen, jetzt höre ich auf. Nee, das stimmt. Ich muss auch gestehen, ich weiß auch nicht, also ich hätte auch Letsch nicht gefeuert. Ich mochte den. Ich mochte den Fußball, den er gespielt hat. Und klar, der hatte ein bisschen Pech. Aber ich fand, bei dem war eine Handschrift zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei Butcher unbedingt eine Handschrift erkennt. Bei Breitenreiter weiß ich es gerade nicht. Das ist so Pressing, habe ich es nicht im Kopf. Ich glaube, Pressing-Fußball macht ja auch viel irgendwie. Aber ja, du, ja... Kann man machen, aber gibt vielleicht auch noch ein paar andere. Also, aber ja. Und dann gab es noch kurzfristig einen Bericht der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die sagen, Bochum spricht schon mit Enrico Maaßen, der ist auch ein Kandidat. Kommt natürlich auch bei Bochum ein bisschen drauf an, wie da der Kader aussieht. Stöger vorm Absprung haben wir ja schon gehört. Und da ist noch der eine oder andere, also ich glaube auch ein Bernardo kann ich mir auch vorstellen, dass der nochmal Angebote bekommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Schlotterbeck wird gehen. Ich glaube nicht, dass sie den halten können. Tja, sind ja schon mal ein paar wichtige Leute. Ja. Asano. Genau, er läuft ja aus. Der kann sich dann, ehrlicherweise, da gibt es auch ein paar Clubs in der Bundesliga, die den gebrauchen könnten. Also auch Gladbach, ehrlicherweise, auch finde ich so ein Verein. Union wahrscheinlich auch. Also alles, was so von Platz 9 runter bis nicht Abstieg, kann auch was mit dem anfangen. Also die Werder-Liga, meinst du? Die Werder-Liga, ja, stimmt, die Werder-Liga. Genau, die Werder-Liga könnte was mit dem Bochumern anfangen. Allerdings nur die vergangene Werder-Liga. In der neuen Saison sieht das anders aus. Ja, da sind wir sehr gespannt drauf. Und bis dahin werden wir uns sicherlich noch ein paar Mal hier in den Stammplatz hören. Ganz wichtiger Hinweis für morgen, keine normale Sonderfolge, sondern das Champions-League-Spezial, ist ja klar. Ne? Ich habe mit Yannick Hüber gesprochen über das, was alle BVB-Fans dann morgen Abend erwartet im Wembley. Der hat die letzten Insights für euch und das hört ihr morgen hier in Stammplatz. Also, bis dann, Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.